Da geht's auch schon weiter, Freunde, mit Zelda Skyward Sword HD, mit Sidequests habe ich irgendwie was erwähnt, wa? Und eine Sidequest müssten, ja, ist halt die Frage, ob es jetzt schon geht oder erst ein bisschen später. Aber es gibt ja auch hier im Wolkenhort doch einige Stellen, wo wir mit dem Greifhaken jetzt offenbar oder hoffentlich vor allem etwas machen können. Zum Beispiel da. Das ist Bad, okay. Ja, bis jetzt sehr spannend. Huch! Ist das Zeldas Zimmer? In Zeldas Zimmer gibt es ein Herzteil! Okay. Können Sie gerne sehen, dass wir jetzt schlafen, okay? Wer sind ja eigentlich ihre Zimmernachbarin quasi? Girunas Zimmer. Mhm, mhm, okay. So. Ganz kurz gucken, habt ihr noch irgendwelche Sidequests? Gruus wird ziemlich sicher einen noch haben, aber bei dem geht es glaube ich ja darum, dass er wieder nachts irgendwie das Gefühl hat, er hat jetzt trainiert, das heißt stärker geworden. Und vielleicht müssen wir nochmal einen Ausdauertrank bringen. Was müssen wir eigentlich ja tagsüber auch sehen, wenn wir mit ihm quatschen? Der Rest von ihnen, momentan offenbar nichts. Nö, hier ist ziemlich ruhig. Ist hier gerade noch irgendetwas? Das war die Liebesbriefaffäre. Oder die Hand auf dem Klo, das haben wir auch gemacht. Das Mütterchen hat irgendwie auch nichts Neues für uns, okay. Gehen wir ganz kurz raus und Richtung Platz und gucken währenddessen auch mal auf der Karte nach, ob wir jetzt mittlerweile noch irgendwie ein, zwei Truhen hier hätten. Jawohl. Da kommen wir auch mit dem Greifhaken hin. Hier drin ist noch nichts. Im Bazar eventuell könnte sein. Da haben wir auch noch eine Truhe, die wir schon vor Ewigkeit entdeckt haben und bisher noch nichts machen konnten. So, wie sieht es hier aus? Bei dir ist nichts. Bei dir ist nichts. Da ist sowieso irgendwie gar nichts. Gruus. Ja, willst du nach da vorbeikommen? Okay. Dadurch, er will also nochmal nachts vorbeikommen. Das heißt, er braucht noch einen Ausdauertrank für ihn. Nein, von den anderen Seiten. Ups, doch erwischt, krass. Ich will gerade Pfeil und Bogen rausholen. Hä? Ah. Auf Gruus Insel gehen. Auf Gruus Insel habe ich schon. Hier auf Terrys Insel gehen wäre ja auch eine Option, aber dafür warte ich noch, bis wir dort die Truhe holen könnten. Damit das halt eher lohnt. Naja, teuer ist sie, aber ich nehme sie trotzdem. Thank you! Puh. Ja, aber ist zu teuer. Zumindest aktuell nur noch. Ist halt so, was will man machen, Kumpel? So, mir fehlt noch eine vierte Flasche.
Wir können ein Holzschild eigentlich ablegen. Das soll ich doch mal. Ja, komm, ne? Da komm. Wir gehen mal auf Terrys Insel. Weil es mich doch wundern nimmt, was es da vielleicht noch zu tun gäbe. Weiß ich aber nicht, echt nicht mehr. Also hier ist es im Prinzip so, dass man einfach hier hochklettern kann, darüber kommt und da die Truhe öffnen könnte. Aber eben die Truhe können wir ja erst später öffnen. Wenn sie halt erst im Erdland aktiviert haben. So. Du bist also ausgewacht. Du hast so putzig ausgesehen, dass du geschlafen hast. Wollte dich nicht decken. Du warst ziemlich schwer. Hihi. Wo bin ich? Nun, das ist mein Zufluchtsort, wenn man es so nennen möchte. Weißt du, ich übernachte immer hier. Was eigentlich gibt es hier nichts Spezielles, aber ich bin allein und genieße die Ruhe. Du kannst morgen wieder zurück zum Wolkenhof fliegen. Dein Wolkenvogel schläft bereits tief und fest. Wenn du willst, kannst du dich bis morgen im Bett ausruhen. Danke. Was irgendwas an mir ist anders als zuvor, meine Sprechweise. Meinen sie, du? Und wenn schon, das ist doch jetzt nicht von Bedeutung. Okay, ist Terry noch nicht so weit, weil eigentlich müsste er uns den Kasten, den er hat, übergeben. Denn man sieht es ja auch hier. Hier fehlt noch ein Item und das ist eben das Item. Okay, was die Juwelen betrifft, bin ich gerade auch nicht mehr so sicher. Hatte ich die 40 bereits mal abgegeben? Glaube schon, wa? Weil ich kann die ja ohnehin nur nachts sehen oder bekommen. Insofern würde es gar keinen Sinn machen, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt im Erdland war und noch die heilige Flamme und so gesucht habe, dass dort irgendwie was passiert wäre. Ciao, Terry. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ah, Wolkenhort. So, ja, wir haben nicht mehr so viel Kohle. Das ist leider wahr. Da gibt es ja hier und dann noch was zu tun. Er hat zum Beispiel irgendwas. Neues Item in meinem Sortiment, einen kleinen Köcher werben. Der ist halt eine Art extra Köcher, wa? Der mitunter ganz interessant sein kann. Die Ausrüstung meine ich? Ja. Ist ja ziemlich happy, uns zu sehen. Missionskenne, Trankmedaille, Dämonenmedaille, OB-Medaille, du. Ah, verkaufen! Warum eigentlich nicht? Warte mal, kann ich die irgendwie. 50, ja gut. So, dann. Sortieren, nach was überhaupt? So wollte ich es eigentlich nicht haben. Mach's mal so. Die Momentasche nehme ich gerne mit. Dankeschön, dafür kann der Holzschild eigentlich weg. Lebenskraftmedaille. Die Frage, legen wir die jetzt einmal temporär wieder ab? Nehmen sie einfach am Schluss dann wieder mit, wenn ich auch die anderen schon gekauft habe. Vielleicht noch den Eisenschild, falls es nötig wäre. Ja. Ja, komm, machen wir so. Also bald wieder, oder? Natürlich! So. Aber die Truhe ist immer noch nicht ready. Was eine Scheiße. Rüstungstrank noch nie gebraucht. Ja, ist doof, wir brauchen natürlich jetzt einen Ausdauertrank für Gruß. Dankeschön. Die Frage, haben wir noch Kohle für ihn zum Upgraden? Gut, die können nochmal auf die nächste Stufe bringen. Items hätte ich alles. Bienenlarve wäre ein bisschen knapp, aber sonst hätte ich alles. Die Kohle halt, Wüstengras, Schattenkristall, ja natürlich. Aus Holz mach Eisen, die Angriffskraft wird erhöht. Mach mir einen Eisenbogen, Kumpel.
Wieso können die rückgängig gemacht werden? Ja. Ich weiß, das sind ja auch so spezielle Items, die man nicht mehr kaufen kann oder so. Die gibt es halt dann nur in ihrer fertigen Form, aber die zerbrechen ja auch nicht. Und wenn man es sowieso verbessern kann, warum rückgängig machen wollen? Also. Sehr gut. So. Die Kohle passt. Wir brauchen noch Wüstengras mehr. Schattenkristall, Eidechsenschwanz. Gut, Wüstengras ist kein Problem, das kriegen wir locker. Gebieter, das zu berichten. Ich bin auf ein Schwert, das ermöglicht nun die Suche nach Schätz mit Hilfe von Aura-Suche. Krass. Yeah, man. Geil. Ja, darum geht es, dass wir jetzt halt überall, wo wir jetzt wieder irgendwelche Dinge haben, wo wir eigentlich sammeln können, wie jetzt eben da Schätze suchen oder Insekten gibt vielleicht sogar auch noch oder vor allem auch Juwelen der Güte. Mir fehlt sogar hier noch ein Insekt. Dass wir jetzt solche Dinge halt über die Aura-Suche finden können. Das ist natürlich geil. Also 125 Rubine. Gut, für ein Upgrade wird es natürlich reichen für den Bogen. Aber dafür bräuchte ich noch die Materialien. Also ich soll direkt nach Eldin gehen. Die Frage ist, wir haben da noch eine Truhe, wir haben Gruß. Okay, ich hole erstmal die Truhe, nachher lassen wir es Nacht werden, gehen wir zu Gruß. Geben einen Ausdauertrank, mal gucken, ob dann seine Quest bereits vorbei ist oder er noch weiter trainieren möchte. Dann bin ich gerade echt ein bisschen unschlüssig. Dann das Ding ist auch sowas, dass da noch ein Auge fehlt. Gehen wir vielleicht nochmal zurück in die Wüste, um da noch ein bisschen Dinger zu holen. Grasbüschel und so. Weil die Farm ist ja nicht so das Problem. So. Und an der letzten Truhen im Wolkenhort. Ein bisschen Kohle wird nicht schlecht. Oh, und noch eine Erzzahl, okay. Sehr geil. So, mal gucken. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Herzen. Zwei Stück kriegen wir nach der Lebenskraftmedaille. Noch ein weiteres sicher durch einen Dungeon Boss. Vielleicht noch eins durch einen Dungeon Boss. Das heißt, es gäbe insgesamt noch 4 bis 8 Herzteile. Danach hätten wir alle. Weil ja, ohne Lebenskraftmedaillen kommst du halt auf 18 Herzen, wenn das ganze Spiel durch hat, aber ich glaube es sind 8 Herz. Das heißt, noch ein Herzcontainer wird dementsprechend Sinn machen. Weil 4 Herzteile fände ich jetzt ein bisschen wenig, bei dem was doch noch alles fehlt. Und auch da drin, ne? Also da im großen, in der großen Luftblase quasi. Weil die Stadt der Lieder ist, dort haben wir auch noch quasi noch fast nichts gemacht. Und da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Hm. Aua. Alles für die Kohle, alles für die Kohle. Nun gut. Hätten wir das, dann... ja. Gruß wird eh dann zu Hause sein. Sprich, es macht auch für uns, wenn wir zurück zur Ritterschule gehen. Und dort war der gucken. Oh, stimmt, die Wüstengrasbüschel haben natürlich selten gefarmt. Ist gar nicht. Das macht schon Sinn, dass die dann halt. Ja, also von denen halt noch ein bisschen zu wenige habe. So war zum Zimmer schon wieder. Nee. Da war ja Gruß. Badusreich. Dann haben wir hier, genau. Ach ja, mein täglicher 5 Rubine. Danke. Bis nachts. Ich blicke gerade, ob wir vielleicht doch nochmal auf die Suche gehen sollen nach einzelnen Juwelen der Güte. Damit wir dann die halt durch die Aura-Suche schneller finden könnten. Die Frage, ob die jetzt wieder vermehrt auftauchen würden überhaupt. Das ist eher weniger. Oh, der ist ja flott. Alter!
Können wir so ewig was weitermachen. 4000 Liegestütze hintereinander. Das ging mir mit nur einer Hand. Also, dass ich stärker geworden bin, oder? Ja. Zu stark. Wirklich, danke, ich bin so glücklich. Ich habe mal geschaut, ich habe mich aufgegeben. Danke von ganzem Herzen, Michael. Na, super. Wir haben den Ausdauertank für nichts verschwendet. Okay. Schön. Feier nicht reagiert darauf. Heißt, er muss Einzeljuwelen der Güte finden, wa? Die Frage, ich habe keinen Plan mehr, ob man die auch im Haus selber findet. Danke fürs Spülen. Und ich weiß auch nicht mehr bei Mosego. Wollt ihr bei 50 oder bei 60, dass noch irgendwas passiert? Da war der Insektenfuzzi. Die Frage ist, wie viele, weil ich habe keine Ahnung, wie viele ich habe. Nee, ich will raus. Oh, gut, Vulkanhirschkäfer halt. Na, okay. Generell ist nicht so viel. Aber ich brauche momentan auch nicht so viel Kohle, wenn wir ehrlich sind. Ja, er pennt im Bados Reich, aber hier ist auch nichts. Wo genau selber sich umgucken? Nach Juwelen der Güte wäre eine Option. Also nach den einzelnen Dingern halt. Und natürlich auch auf der Kürbisinsel. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar und haben noch gar keine geholt. Naja, ich finde Zelda schon, keine Sorge. Beziehungsweise gefunden haben wir sie ja schon. Jetzt geht es eher darum, dass wir uns besser vorbereiten müssen, bevor wir sie retten können. Warum dringt so lange? Ah, ein Bad! Okay, gut. Können wir das mit dem Bad noch machen? Wir kommen zwar ins Bad selber nicht rein, aber wir können es ja, wie wir vorhin so wie in der Folge gesehen haben, von oben her ja gucken, was da so abgeht. Das ist noch ein einzelnes, krass. So, Fei, wenn er bitten darf. Du willst ihm noch nicht Fei? Oh, come on. Kann ja nicht dein Ernst sein. Wo ist überhaupt das Loch jetzt hier, mit dem man irgendwie durch in Zeldas Zimmer kommt? Ah, da. Da sieht man's. Dass Zelda das eigentlich nie irgendwie betrübt hat, dass man da irgendwie aber so quasi in ihr Zimmer gucken und noch kommen kann. Gut. Dann versuchen wir mal noch das Geheimnis zu lüften mit dem Badezimmer. Das Geheimnis des Badezimmers. Ja, mit den Juwelen der Güte. Ich glaube zu erinnern, dass das automatisch, kam. Nicht, wenn man einzelne sucht, sondern eine bestimmte Anzahl hat. Ich weiß nicht mehr, ob es bei 50 oder bei 60 war. Es war relativ viel, das weiß ich noch. Oder glaube mich zumindest jetzt wieder daran zu erinnern. Gut, seien wir ehrlich, uns fehlen aktuell 4 Stück, bis wir 50 haben. Da ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, es gab insgesamt 80, glaube ich sogar, Juwelen der Güte. Natürlich mit denen, die man ja als Kombi quasi holen kann. Eben diese 5er Pakete. Okay. Ich fing einen Rubin. Ich glaube, die anderen werden nicht so erfreut, sondern dass auch nachts die,
Die Schulglocke, Leute. Der Bürgermeister ist es. So, also Zeldas Vater. Glaub, machen kann man da eigentlich nichts, oder? Ist einfach nicht zu wissen, aber ja. Vielleicht können wir ihn am nächsten Tag darauf ansprechen. So. Wir können es mal kurz versuchen, aber wir gehen nochmal zu einem netten kleinen Mädel. Giruna, die sich so gefreut hat, uns zu sehen, nachts in ihrem Zimmer. Ohne Einladung von uns. Ja, es ist Zeldas Papa. Okay, da ist also nichts. Generell die Frage, ob wir jetzt hier irgendwie noch viele Quests finden werden in der Nacht. Oder eben, ob unsere Questerei doch schon jedes Ende gefunden hat. Dann ganz kurz den noch entfernen. Den haben wir jetzt auch gemacht. Ich will, die Güte können hier natürlich überall versteckt sein, wa? Deswegen hat natürlich schon Sinn, dass wir die dann holen. Explizit, sobald wir halt die Aurasuche dafür haben. Rein theoretisch könntest du hier dann auch ein Juwel der Güte haben. Dem ist aber nicht so. Kann ich das später zurückstecken? Nee, geht nicht, wa? Das Abenteuer ist vorbei. Tschüss. Ja gut. Würde mal sagen, wir lassen es wieder Tag werden. Ich wüsste sonst nicht, was ich großartig noch machen soll. Ich mache die Folge ein bisschen länger und guck mal noch, ob es wirklich nichts mehr gäbe. Dass wir dann in der nächsten Folge wirklich wieder mit der Story weitermachen könnten. Oder haben wir irgendeiner Quest, wenn es auch noch was gäbe. Cookies Haus. Cookies and Creams Haus. Nehmen die pennt ja auch. Hier ist auch alles tutti frutti. Ja gut. Dann machen wir es so, Leute. Ich gehe mal tagsüber nochmal kurz zur Kürbisinsel. Werde dort nochmal übernachten. Und nachts gucken, ob wir draußen noch irgendwie ein paar Juwelen der Güte finden. Einzelne. Und falls nicht oder irgendwie nicht großartig was bringt, dann machen wir nächste Folge mit der Story weiter. Ich sehe sonst auch nicht, was wir noch großartig machen könnten. Cruz ist ja auch zufrieden. Ich habe mir gerade gefragt, wo er überhaupt steckt. Der ist gar nicht mehr da. Der hat nichts mehr zu tun, der Typi. Was ist eigentlich mit dem anderen Typi los hier? Wo immer hier einer war und geguckt hat. Ist jetzt hier oben? Nö, nee, auch nicht. Ja, sobald die Story halt voranschreitet, verschwinden halt die Leute. Das ist nichts Neues. Aber gut, eben ansonsten läuft es doch eigentlich ganz gut. Wir kommen gut voran. Und wie bereits schon mal erwähnt, auch wenn es jetzt eigentlich so aussieht, dass wir doch noch relativ viel zu tun hätten, da ich glaube, letzte oder vorletzte Folge meinte, ja, wir sind im Schlussspurt des Spiels. Ja, kann man natürlich auch so sehen, wie man will, aber zumindest was so tempelmäßig betrifft und so und große Gebiete sind wir eigentlich durch. Schrecklich haben das meist schon gemacht. Im Vulkan Elden gibt es nicht so viel noch zu tun. Das ist nicht so ein großes Gebiet wie die Wüste Ranel, zum Glück. Auch dort, wo wir nachher mit dem nächsten göttlichen Schatz hinkommen. Also ich glaube zumindest, ich kann mich nicht erinnern, dass es so groß war. Ich glaube, das war etwa ähnlich wie wieder der Hyliasee, nee, der Fluriasee. Das Gebiet vom Wasserdrachen.
Okay. Ja, komm, machen wir ganz kurz nachts. Gucke mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Ansonsten nächste Story, nächste Part weiter mit der Hauptstory. Ja, ich weiß wohl zwar, glaube ich, noch in der Wüste farmen nach Grasbüschel, war mit dem Bogen. Hm. Kann ich wieder runterschaukeln lassen, wa? Geht's überhaupt? Kaputt zu machen. Moment, das ist super. Hm. Ne, momentan nicht, danke. Mit Zahlen klingt selber gar nicht mal so schlecht, vor allem mit der Super. Also für die Musik bezahlen und für die Dinge bezahle ich selber, wa? Hallo? Hat ihm noch nicht. So. Ich glaube, der kracht ihn nochmal runter, oder? Nee, alle guten Dinge sind drei, der hält noch, alles cool. Stimmt, war in die Wüste Ranell gehen und dann noch ein paar Grasbüschel holen. Ah, wobei, ich meine, es ist jetzt nicht so eilig, dass wir ein Ding da haben. Einen besseren Bogen. Könnte man sich eigentlich noch mal ein bisschen aufsparen? Warte mal, Glühwürm habe ich eigentlich noch, wa? Naja, welchen Glühwürm haben wir? Stimmt, ne, warte mal. Da gibt es noch einiges überall ein bisschen zu tun, wegen den nächsten. Nicht unbedingt heiligen Schatz wegkriegen, sondern wegen dem nächsten Dungeon-Item. Genau, Moment, da habe ich irgendwie Quatsch erzählt. Dass ich nicht mehr viel zu tun gäbe und so, und im Schlusssport sind. Nee, nee. Das nächste Gebiet, nächste Tempel, das ist schon kürzer als die Ranell-Wüste oder Sandmeer, das stimmt. Aber es gibt hier dann noch ein paar Dinge zu tun. So, ich werde vermutlich irgendwie so ein Ding erscheinen. So ein Sheikah-Stone. Hier ist sonst auch nichts mehr. Ja. Immerhin noch zwei Dinger geholt. Zwei Juwelen der Güte. Aber eben, es reicht nicht, um Fight zu triggern für die Aurasuche. Leider. Beim Aurasuche ist es natürlich viel schneller, den Rest zu finden. Gehört immer nichts. Zack. Schon besser. Hm. Also, bis morgens. Ja komm, machen wir so, Freunde. Da bringt jetzt nichts irgendwie. Den Part unnötig länger in Länge zu strecken. Dann gehen wir in dieser Folge halt auch nach Eldin schon mal. Und das mit dem Wüstengrasbüschel, die uns noch fehlen. Ja, muss mal gucken. Entweder doch in der nächsten Folge. Zu Beginn der nächsten Folge direkt. Und halt ein anderes Mal. Ich glaube, ich notiere es einfach mal. Dann merken wir uns, okay. Das ist halt bei Gelegenheit, wenn wir wieder hier oben sind. Da mal wieder einen Abflug nach Ranell machen, um die Dinger zu holen. Eben aktuell gibt es nicht viel. Wir können natürlich auch wieder mal hier vorbeigucken, im Wald von Five Women, beziehungsweise im Tempel, zum gucken, ob der Verbannte noch ruhig ist. Aber nee, ich glaube, wir gehen doch in dieser Folge erstmal nach Eldin und gucken uns doch mal so um, wa? Auch wenn uns dort ja die letzte große Prüfung erwartet. Die letzte Siren, nehmen wir jetzt mal an. Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Bye bye!